Grüezi miteinander. Es freut mich, dass Sie eingeschaltet haben zum heutigen Vortrag Hurtigruten, die schönste Seereise von dieser Welt. Für die nächsten gut 45 Minuten, vielleicht knapp eine Stunde, bin ich Ihr Kapitän und nehme Sie mit aufs Wasser. Mein Name ist Patrick Lohri und ich bin Product Manager seit gut 12 Jahren bei Contiki Reisen und verantwortlich für die Hurtigruten und Skandinavien. Ich habe einen ganz starken Bezug zu Skandinavien, nicht nur durch meine Tätigkeit bei Contiki Reisen, sondern auch durch meine Herkunft. Meine Mutter ist Finnin, hat jetzt da nicht so einen grossen Einfluss, aber mein Herzblut schlägt für die nordischen Destinationen und Sie werden es vielleicht später mal noch merken, einen kleinen Ausschwenker auf Finnland werde ich mir dann doch nicht verkneifen. Ja, was machen wir denn heute gemeinsam? Und zwar, ich habe Ihnen eine kleine Agenda mitgebracht, was wir in diesen gut und gern 45, Maximum 60 Minuten gemeinsam werden anschauen werden. Wir gehen die Geschichte der Postschiff von der Hurtigruten. Ich werde Ihnen auch sagen, warum die Hurtigruten eigentlich Hurtigruten heisst. Wir werden einzelne Schiffe ganz am Rand anschauen. Wir werden die Jahreszeiten begehen. Und dann wagen wir zusammen einen kleinen Blick in die Zukunft, in Sommer 2021, sogar im Winter 2021, 2022, wenn die Hurtigruten, die Postschifflinie, noch eine zweite Reederei bekommt mit Havila. Vielleicht ganz kurz als Information: Während dem ganzen Vortrag kann ich nicht live den Chat beantworten. Also wenn Sie Fragen haben, schreiben Sie doch das in den Chat rein. Und ich werde es sicher am Schluss nochmal erwähnen, aber vielleicht auch schon jetzt: Wir haben da während der ganzen Ferienmesse einen Stand. Besuchen Sie uns doch virtuell an dieser Ferienmesse und dort beantworte ich alle Fragen, die Sie haben, natürlich sehr, sehr gern live. Gut, dann würde ich sagen, ich will starten. Der heutige Vortrag mit der Impression, mit dem Video von der Hurtigruten. Es dauert etwa 1 Minute 20. Ich finde die Eindrücke von dem Video unglaublich eindrücklich. Und deswegen werde ich Ihnen das zeigen. Ich bin schnell ruhig und lasse Sie oder lasse die Bilder kurz für Sie wirken. Ich kann nur sagen, ich habe das Video schon doch einige Male in meinem Leben dürfen sehen und ich bin immer wieder beeindruckt von dieser Bildgewalt, die dort auf einem zukommt. Ja, die Hurtigruten, wo befinden wir uns eigentlich? Wo sind wir? Wenn wir von der Hurtigruten reden, oder vielleicht kennen Sie es auch von der Postschifflinie, dann sind wir an der norwegischen Küste.
Die ganze Hurtigroute, wenn man von der ganzen Hurtigroute Strecke redet, dann erstreckt sich die von Bergen, Sie sehen es da auf der Karte, im Süden, bis hoch im Norden rauf, an die russische Grenze nach Kirkenes und dann wieder zurück nach Bergen. Es sind insgesamt 34 Häfen, die Sie nordgehend befahren und die genau gleichen Häfen fahren Sie auch südgehend. Wenn Sie nord- und südgehend fahren also, dann sehen Sie quasi die gleichen Häfen. Und ich möchte ganz kurz eine Frage in die Runde stellen, die Sie jetzt nicht beantworten müssen, sondern Sie sich selber momentan beantworten können. Und ich werde Ihnen die Lösung später im Vortrag dann sehr gerne mitteilen. Warum sollen Sie dann die ganze Hurtigroute machen, also Nord- und Südgehend, wenn man ja quasi genau die gleichen Häfen sieht? Weil Sie haben die Möglichkeit, bei der Hurtigroute nur ein kleines Teilstück zu machen. Sie können eine halbe Rundreise machen, das Nord- oder das Südgehend, zu dem kommen wir später noch. Oder eben, wie ich jetzt gesagt habe, die ganze Hurtigroute, die ganze Rundreise. Warum heisst sie eigentlich Hurtigroute und was ist eigentlich Geschichte dahinter? Ganz kurz auf der Karte, Sie sehen auf halbem Weg eine Inselwelt. Das ist die Inselwelt von den Lofoten und von den Westerolen. Dort, wo Stamsund und Sortland und Rüseham steht. Und damals, gut und gern fast 130 Jahre bevor dieser Zeit, hat die norwegische Regierung und das Königshaus probiert, eine Wasserstraße ins Leben zu rufen. Und zwar, um die fischreichen Gewässer, eben wo in dieser Lofoten-Gegend, die heiss sind, in die Handelszentren, aber in den Süden, nach Trondheim, Bergen und Oslo zu bringen. Damals, es war eine Zeit, wo man die Strecke zwar über einen Landweg machen konnte, aber es doch mehrere Tage oder gar Wochen gedauert hat, um den Süden und den Norden miteinander zu verbinden. Damals, 1893, hat es einen Kapitän gegeben, der Herr Richard Wied, der es geschafft hat, dank seiner Seekarte genau die Strecke, die Nord-Süd-Strecke, damals von Trondheim bis Hammerfest, also nicht ganz so weit, wie sie heute auch ist, durch die Rudestrecke, zu verbinden. Und man muss da immer wieder sagen, es ist nicht etwas, das komplett neu war. Der Süden und der Norden ist schon teilweise über die Wasserstraße verbunden gewesen. Aber nicht das ganze Jahr hindurch und quasi nur bei gutem Wetter und schon gar nicht im Winter. Und das ist das, was der Richard Wied ausgemacht hat. Er hat es geschafft, dank seiner genauen Karten wirklich eine Jahresverbindung dort zu schaffen. Und weil plötzlich viel, viel schneller der Fisch hat können in den Süden transportiert wurde, hat er seine Route, die schnelle Route, Hurtigroute getauft. Von dort her also der Name Hurtigroute. Es ist aber so gewesen, dass nicht nur Fisch transportiert worden ist, vom Norden in den Süden, sondern vor allem auch Güter. Das sind allerlei Güter gewesen. Das könnte wirklich von Holz oder auch sonst einfach nur von anderen Gütern, die man braucht für den Bau von Sachen, aber auch Post. Und daher kommt auch der Name Postschifflinie. Damals, ich glaube, mit dem Wagen und einem Pferd 1893 hat die Post vom Süden bis in den Norden sicherlich gut und gern 2 bis 3 Monate gedauert. Und dank dieser Hurtigroute nur noch ganz, ganz wenige Tage. Wie hat sich das dann weiter verändert? Ganz am Anfang, der ursprüngliche Grund der Hurtigrouten war nicht per se Post. Natürlich auch, was gesagt habe, die Verbindung oder den Gütertransport. Sondern in erster Linie ist es darum gegangen, Fisch abzubringen in den Süden und im Norden dann wieder die Güter. Woher kommt aber auch der Tourismus? Wie sind die Leute auf die Hurtigroute gekommen? Das war so gewesen, dass so langsam aber sicher, nachdem die Güter transportiert worden sind, die Kapitäne und auch natürlich die Matrosen, die Mitarbeiter vom Schiff zurückgekommen sind in den Süden und ihren Landsleuten, ihren Leuten in Bergen, in Trondheim erzählt haben, wie wunderschön ihr Norwegen doch ist. Viele Menschen, das können Sie sich vorstellen, haben gar nicht die Möglichkeit gehabt, damals bis auf die Lofoten oder gar noch weiter zu reisen. Und so, ganz nah dies nah, hat es einen leichten einheimischen Tourismus gegeben und das immer mehr und immer mehr Leute, die dank der Hurtigroute ihr eigenes Land haben können bereisen und auch erleben. Wie sieht die Hurtigroute heute aus? Eigentlich hat sich gar nicht so viel verändert zu damals 1893 oder Anfangs 19. Jahrhundert. Die Hurtigroute, auch heute, fährt immer noch die norwegische Küste und nimmt immer noch Post mit
und auch Güter. Das ist geblieben. Selbstverständlich, wenn Sie jetzt auch das Bild von dem Schiff sehen und mit dem vorherigen Schiff vergleichen, ein bisschen grösser sind die Schiffe schon geworden. Und unterdessen ist der Anteil an Personentransfer oder auch ein Tourismus sicherlich grösser als der vom Tourismus, von der Güter selbst, vom Gütertransport. Aber im Herzen ist es gleich geblieben. In dieser Präsentation ist es mir ein ganz grosses Anliegen, und ich werde es mehrfach auch wiederholen, Ihnen zu zeigen, was der Unterschied zwischen der Hurtigroute und einer typischen Kreuzfahrt ist. Und mir ist ganz wichtig, da zu erwähnen, das werde ich sicher auch nochmal sagen, mir geht es nicht darum, Kreuzfahrt irgendwie schlecht zu reden, gar nicht. Mir ist ganz wichtig, dass Sie wissen, wenn Sie sich für die Hurtigroute entscheiden, was Sie erwartet. Wo unterscheidet sich Kreuzfahrt und wo unterscheidet sich die Hurtigroute? Die Hurtigroute ist keine Kreuzfahrt, weil es ist öffentlicher Verkehr, es ist ein Passagierschiff. Ich habe es Ihnen gesagt, 34 Häfen nordgehend und die gleichen Häfen auch südgehend wieder, wo angefahren werden. An jedem Hafen kann ein- und ausgestiegen werden. Und das gibt unglaublich spannende Erlebnisse. Ich bin schon häufig auf der Hurtigroute gefahren und ich habe schon ganz lustige Sachen gesehen. Ich bin schon mit dem FC Molde Fanclub gereist, wo an ein Auswärtsspiel gegangen ist auf Trondheim. Und so natürlich ein bisschen mehr auch Stimmung gemacht hat. Immer noch angemessen auf dem Schiff, aber so natürlich ist man in Berührung plötzlich auch mit den Fans von dort. Ich habe Grosseltern gesehen, die mit ihren Enkelkindern einen Ausflug auf der Hurtigroute gemacht haben, einen Tagesausflug. Ich habe auch Geschäftsleute gesehen, die mit der Hurtigroute arbeiten. Aber selbstverständlich auch sehr viele Gäste, die die Hurtigroute genutzt haben, um von Bergen bis nach Kirkenes zu reisen, um das als touristisches Erlebnis auch zu sehen. Und genau das macht es aus. Jeder Hafen birgt neue Menschen, neue Geschichten. Und sie sind ganz nah dran. Wichtig, die Hurtigroute ist öffentlicher Verkehr. Und wenn Sie das mitnehmen von dieser Präsentation, dann ist das sicher schon mal sehr gut, falls Sie mal auf die Hurtigroute gehen. Die Hurtigroute wartet nicht auf Sie. Oder ob, wenn Sie aussteigen an Land und Sie sind nicht pünktlich zurück. Ähnlich wie bei uns in der Schweiz dann auch, der öffentliche Verkehr geht pünktlich und das Schiff fährt weiter. Denken Sie da immer pünktlich sein. Die Hurtigroute ist kein Kreuzfahrtschiff oder keine Kreuzfahrt, weil es Fracht mitnimmt. An jedem Hafen wird Fracht ein- und ausgeladen. Sie sehen es hier bei dem Restaurant sehr gut. Die Ladeluken ist eigentlich immer auf der linken Seite, auf der Backbordseite. Und je nachdem kann das ein entscheidender Faktor sein, wo Sie Ihre Kabine wählen. Aber alle haben die Luken dort und Sie sehen hier auch ein Auto. Die Hurtigroute-Schiff nehmen zu ganz, ganz grossen Teil Autos mit. Wenn ich aber Autos sage, ganz wichtig, nur bis etwa eine Maximalhöhe von 205, maximal glaube ich 208, 210, kein Camper, kein Motorhome. Wenn Sie planen, Skandinavien zu bereisen in den nächsten paar Jahren mit Ihrem eigenen Motorhome oder einem Camper mieten bei uns, nein, die Hurtigroute nimmt Sie leider nicht mit. Und zusätzlich müssen wir auch sagen, die Hurtigroute-Schiff, alle Hurtigroute-Schiff und auch die neue Reederei Havila, werde ich später noch etwas dazu sagen, haben momentan noch Autos, die es mitnehmen, aber es wird immer ein bisschen kleiner. Und je nachdem, wie sich auch die Schiffe ein bisschen entwickeln und auch wie der Motorraum dort umgebaut wird für neue Antriebsmöglichkeiten, kann es sein, dass dort wirklich nachher nur noch einzelne Autoplätze verfügbar sind. Deswegen, wenn Sie es planen, ein kurzes Teilstück mit der Hurtigroute zu machen, tun Sie das wirklich im Voraus planen, insbesondere weil es nur ganz eine limitierte Kapazität an Autos gibt. Die Hurtigroute ist keine Kreuzfahrt, weil es auch wirklich ganz kleine Ortschaften anfährt, wie da Finnsnes. Finnsnes selber finde ich herzig, aber ich muss bei Finnsnes schon auch sagen, es ist jetzt nicht das touristische Highlight von Norwegen. Aber es ist die Lebensader der Hurtigroute. Sie bringt Güter, sie schliesst den Süden und den Norden näher zueinander und deswegen werden Orte wie Finnsnes auch angefahren. Und genau das, typisch echt norwegisch. Sie kommen an Ortschaften, wo Sie in einer regulären Kreuzfahrt nie würden sehen. Ich bin fast überzeugt, Finnsnes steht auf keinem Plan von einer grösseren Kreuzfahrt. Schade eigentlich, weil genau das macht es aus. Und genau das ist der Unterschied auch hier bei der Hurtigroute. Das echte norwegische Leben, das authentische Leben, das erfahren Sie auf der Hurtigroute. Es ist auch keine Kreuzfahrt, weil es keine Kleidervorschriften gibt. Selbstverständlich sollten Sie Kleider anhaben. Das versteht sich wahrscheinlich von selber.
Aber sie können ihr Cocktailkleid oder auch ihre teure Schale quasi zu Hause lassen. Ausser sie möchten sie mitnehmen, weil sie sich drinnen wohlfühlen. Verlangt oder erwartet wird es von ihnen nicht. Wichtig ist vielmehr, dass sie die richtige Garderobe mitnehmen. Und zwar vor allem in puncto Wetter. Die Hurtigroute startet vielleicht in einem lauen oder in einem wärmeren Sommermonat, wie gut und gern 25 Grad, in Bergen. Langsam fahren sie auf Richtung Polarkreis. Die Temperaturen werden tiefer, wir sind vielleicht noch bei 12, 10 Grad und kommen dann ans Nordkap, kommen nachher auf Kirkenes bei knapp um 0 Grad. Da ist entscheidend, dass sie eben die richtige Kleidung mitnehmen. Und da ist das Zwiebelprinzip natürlich prädestiniert. Eher mal eine Lage mehr anziehen, dass man die auch wieder abziehen kann, wenn man zu heiß hat. Also nehmen Sie sich das ein bisschen als Hinweis. Nicht die teuersten Kleider vielleicht mitnehmen, selbstverständlich dürfen Sie eher zwei, drei Kleider mehr, um sich am Wetter entsprechend anzupassen. Und die Hurtigroute hat auch ein bunt gemischtes, bunt gemischte Passagiere. Sie werden alles dort sehen. Sie werden, wie gesagt, Schulkinder sehen, die vielleicht für einen Klassenausflug die Hurtigroute nutzen, einfach eine kürzere Strecke. Sie werden Leute sehen, die mit dem Velo oder mit dem Töff oder mit dem Auto unterwegs sind. Und Sie werden natürlich auch sehr, sehr viele Norweger sehen, aber auch internationales Publikum. Ich glaube, ich darf da sagen, umso länger eine Hurtigroute-Reise dauert, also wenn man die ganze, umso reifer ist auch das Publikum. Ich glaube, das darf man so sagen. Aber es ist spannend, weil es sich halt eben auch mischt. Es hat sehr viele Norweger, es hat aber auch sehr viele Leute aus der Schweiz, auch viele Leute aus Deutschland und aus anderen europäischen und aus den Staaten. Und es gibt ganz eine spannende Mischung. Die Hurtigroute ist keine Kreuzfahrt, wie sie das ganze Jahr durchfährt. Immer. Zu jedem Zeitpunkt sind 11 Schiffe unterwegs. Auch jetzt, wo wir gemeinsam da den Vortrag miteinander haben. Das heisst nicht nur in den Sommer- oder in den Herbstmonaten, sondern eben auch im Winter. Und ich glaube, das ist das Entscheidende. Es gibt zu jeder Jahreszeit, zu jedem Tag, ein Hurtigrouten-Schiff, das unterwegs ist. Oder die ganze Zeit. Es gibt einen einzigen Zeitpunkt, wo die Hurtigrouten Schiff zu einem längeren Moment mal ruht. Ich glaube, zwischen 6 und 8 Stunden. Vielleicht können Sie sich überlegen, was das ist. Ich gebe Ihnen gerade die Lösung. Das ist an Weihnachten. Es ist ein kurzer Moment auch, wo alle Schiffe mal anhalten. Früher länger, heute sind es glaube ich noch ein paar Stunden auch. Stoppen und man die Möglichkeit hat, dann ganz in Ruhe auch Crew Weihnachten zu feiern. Die Hurtigroute ist keine Kreuzfahrt, weil es eine Seereise ist. Es kommt vom Wort sehen. Aber, und jetzt wird es kompliziert, es gibt keine Seetage, Doppel E. Sie haben immer, ausnahmslos immer Land in Sicht. Es gibt keinen Wassertag, nennen wir ihn mal so. Sie haben immer rechts oder links, Steuer- oder Backbordseite, Land. Das längste Stück, glaube ich, wo Sie mal auf der Steuer- und Backbordseite kein Land haben, ist, glaube ich, etwa 3 bis 4 Stunden, wenn Sie von Bude Richtung Lofoten fahren. Aber dann ist es auch vor Ihnen, sehen Sie die wunderbare Welt von der Lofoten. Oder je nachdem, wenn Sie südgehend fahren, natürlich dann vom Festland Norwegens. Es gibt auch keine Unterhaltung an Bord. Ich glaube, das ist ganz ein springender Punkt. Das bedeutet, es hat kein Casino oder es hat auch am Abend kein Entertainment. Es ist nicht ganz korrekt, dass es gar nichts gibt, aber es ist wirklich ein ganz anderes Erlebnis, als das eben auf diesen Kreuzfahrtschiffen auch von sich geht. Und das muss man wissen. Natur, die atemberaubende Natur, das entschleunigte Reisen, aus dem Fenster schauen, einfach mal geniessen, mal runterfahren, Zeit auch für sich haben. Das ist die wahre Hurtigroute. Sie haben in jedem Hurtigrouten-Schiff einen Panoramasaal. Und dort sehen Sie auch, das ist der Ort, wo die Leute am meisten sich aufhalten. Dort sieht man die Leute aus dem Fenster schauen, die Natur richtig aufsuchen, das geniessen. Manchmal lesen sie ein Buch, manchmal häkeln sie. Oder Lismet. Manchmal macht es ein Puzzle dort. Und manchmal macht es einfach auch mal ein Füßchen. Das geht auch. Es passiert auch immer etwas. Es ist nicht so, dass es nichts gibt auf der Hurtigroute. Sondern es gibt zum einen immer natürlich etwas zu essen. Also man hat ja eine Vollpension quasi, wenn man eine ganze oder eine halbe Rundreise macht. Und dann gibt es eine riesige Art von Landausflügen. Das Potpourri von Landausflügen, ich glaube, gegen die 80 sind es unterdessen. Und da können Sie fast zu jedem Halt, den Sie haben, und das können bis zu 8 Halt sein pro Tag, je nachdem, wo Sie sind, haben Sie die Möglichkeit, einen Landausflug zu machen. Und das variiert. Das variiert absolut beispielsweise von einem Motorschlittenausflug oder einem Hundeschlittenausflug im Winter zu einer Stadtführung, zu einem Veloausflug oder das Nordkap zu buchen, dort zum Morgenessen
oder in Tromsø an einem Mitternachtskonzert lauschen. Auch ganz wichtig, der grosse Unterschied zwischen den Hurtigruten und den gängigen Kreuzfahrtschiffen ist auch die Grösse. Je nachdem, und da komme ich nachher noch dazu, die Hurtigruten ist auch in einer Transformation als Reederei, aber auch auf der Postschifflinie allgemein. Ich habe es ganz am Anfang kurz angedeutet, wir es am Schluss dann nochmal ein bisschen ausführen auch. Bis anhin, in den letzten gut 15 bis 20 Jahren, ist eine Reederei gefahren auf dieser Postschifflinie, auf dieser Hurtigrute. Das ist die AS Hurtigruten, also die Hurtigruten AS gewesen. Und jetzt kommt eine zweite dazu. Aber da auch, jetzt gibt es ein grösseres Sammelsurium von Schiffen. Und gerade die grösseren Schiffe der Hurtigruten, die sind jetzt im Expeditionsbereich nachher angesammelt. Das klingt alles unglaublich kompliziert. Aber ich kann Ihnen versprechen, ich komme nachher gerade mit der Lösung zu einem späteren Zeitpunkt und dann sollte es dann klar sein. Und die grössten Schiffe der Hurtigruten, die der norwegischen Küste fahren, die haben auch nur Maximum 650 Betten, wovon man bei den grösseren Kreuzfahrtschiffen ja teilweise bis zu mehreren tausend Betten hat. Und ich glaube, ich darf das sagen, und das ist auch das, was man immer wieder hört, sie werden nie alle Betten ausverkauft haben. Das wird es nie geben. Man sagt so gut zwei Drittel voll und dann sind alle Kabinen wirklich besetzt. Weil da haben sie vier Kabinen, wo nur drei Personen drin sind, manchmal das zweite, viele Leihreisende und so weiter und so fort. Also das ist etwa das, wenn sie sich ein Schiff aussuchen, können sie davon ausgehen, dass etwa zwei Drittel der Betten dann auch wirklich Passagieren ist. Und dann gibt es natürlich noch ein bisschen den Tagestourismus, der aufs Schiff kommt, eben solche Teilstrecken und dann wieder geht. Das ist etwa die Grössenordnung des Schiffs. Wie ich gesagt habe, vor allem im letzten Jahr 2020 hat sich sehr, sehr viel schon da bei der Hurtigruten. Unter anderem ein MS Lofoten, ein Schiff aus den 60er Jahren, hat ihre letzte Fahrt gehabt, oder offiziell letzte Fahrt. Durch das, dass es natürlich gerade im letzten Jahr 2020 doch zu Verschiebungen ein bisschen auch gekommen ist durch die Pandemie. Sind noch ein paar Abschiedsfahrten sind noch geplant, auch jetzt. Es ist noch ein bisschen unklar, wann die genau stattfindet. Aber das sind aktuell die Schiffe, die da aufgeführt sind, die immer noch an den norwegischen Küsten unterwegs sind. Sie sehen, die Westerhallen ist 1980 gebaut, zeige ich Ihnen nachher. Dann gibt es einen grossen Teil von sechs Schiffen. Das sind die Hauptschiffe momentan, die von den Hurtigruten unterwegs sind. Die ehemals neue Generation oder 90er-Jahr-Generation. Alle renoviert oder teilrenoviert. Dann haben wir die Millenniumschiffe, die drei Millenniumschiffe, auch zu denen komme ich noch. Die sind zwar noch an den norwegischen Küsten unterwegs und das sind eben die grössten Schiffe, aber das sind Schiffe, die heute nicht mehr auf der Postschifflinie im eigentlichen Sinn, im Linienverkehr, im öffentlichen Verkehr unterwegs sind, sondern an spezielle Daten für Expeditionsreisen. Das zeige ich Ihnen nachher aber auch. Dann ist der Spitzbergen, wo immer mal wieder auf der Linie fährt, die dann auch mal ein Schiff vielleicht ablöst, wo je nachdem gerade auch eben renoviert worden ist, je nachdem gerade auch mal muss überholt werden oder einfach auch nur eine jährliche Inspektion hat und sonst aber auch gerne in der Polarregion dabei ist. Und zu guter Letzt, das habe ich auch schon zweimal jetzt angetönt, kommt in diesem Sommer, jetzt dann in der Juli, hoffentlich in den Augustmonat, mit Havila eine neue Reederei mit anfangs zwei Schiffen auf die Postschifflinie mit der MS Capella und der MS Castor und man rechnet dann, dass die weiteren zwei Schiffe, dass wir wieder die 11 Schiffe voll haben, etwa 2022 oder 2023 dann bereit sind. Sie merken, es gibt noch eine kleine Unsicherheit in diesem Bereich auch, ist natürlich auch ein bisschen der Umstände geschuldet, die die letzten paar Monate auch vorgeherrscht haben, dass da die neuen Schiffe nicht so pünktlich jetzt geliefert werden, wie das mal angedacht war. Auf all diesen Schiffen gibt es immer ein Expeditionsprogramm. Manchmal mehr und manchmal natürlich auch weniger. Gerade bei der neuen Reederei müssen wir dann schauen. Das bedeutet, dass immer ein Expeditionsteam an Bord ist und dass man dort anhand, dank dem Expeditionsteam, auch ein bisschen mehr erfahrt. Und genau das ist einer von diesen Unterhaltungspunkten, die ich vorher mal angetönt habe. Es kann sehr gut sein, dass am Abend beispielsweise ein Vortrag über Biologie, Geschichte, Sense oder Land und Leute gemacht wird. Und das ist dann schon auch wirklich ein Highlight, weil das sind Leute, die seit Jahren in Norwegen leben, aufgewachsen sind und sich voll und ganz über dieser Expedition verschrieben haben und ihnen mit Wanderungen auch oder je nachdem mit Vortrag das Norwegen näher bringen wollen.
Wie sehen die Schiffe aus? Und ich könnte da mal ganz kurz Sammelsurium. Wir haben ja nicht irgendwie 2 Stunden oder 3 Stunden miteinander Zeit, aber wie gesagt, ich bin nachher für Sie da im Chat, um genau solche nachher Antworten zu geben, wenn es ein bisschen mehr um das Schiff geht. Wir werden heute auch nicht gross über die Kabine schauen. Ich möchte Ihnen vor allem also ein bisschen den Overview über die Hurtigruten geben. Aber gleich möchte ich schnell die wichtigsten Arten von der Schiff zeigen, gerade von der Reederei Hurtigruten. Da sehen Sie Kong Harald. Es gibt 6 Schiffe. Innerhalb von dieser 90er-Jahr-Generation. 4 davon sind in den Jahren 15 und 16 teilrenoviert worden. Und die 2 weiteren Schiffe mit Richard Wied, mögen Sie sich vielleicht noch erinnern an Herrn Richard Wied, Gründer damals von der Hurtigruten Reederei, respektive er, der Karten geschrieben hat, dass das heute überhaupt möglich ist. Und dem das Nordlys in 2018 und 2019. Sie sehen hier einen Einblick, ein bisschen, wie hat die Renovation stattgefunden. Ich zeige Ihnen jetzt noch 2, 3 weitere Bilder, wie die Schiffe heute von innen aussehen. Und da ist mir auch wichtig zu sagen, die Hurtigruten, das werden wir ganz kurz bei den Kabinen anschneiden, hat ein grosses Sammelsurium von unterschiedlichen Kabinen. Bis zu Suiten mit Balkon, das gibt es auch. Aber ich glaube, ich darf sagen, dass das Schiff jetzt auf der Postschifflinie, so schön und so gerne ich auch die Strecke habe, Kabinen jetzt absolut zweckmäßig sind. Schön sind auch, aber nicht riesig. Und ich sage auch immer wieder ganz offen, Sie gehen nicht auf die Hurtigruten wegen der Kabine, sondern Sie gehen auf die Hurtigruten wegen dem Erlebnis und mit dem, was außerhalb von der Kabine passiert. Dennoch ist eine Kabinenwahl sehr, sehr essentiell und da helfen wir und das ganze Team bei Kontiki Reisen Ihnen sehr, sehr gerne. Der Umbau hat unter anderem einen neuen Aufenthaltsraum gebracht. Ach, ich kann den Stil einfach gerne. Ich glaube, das ist mein skandinavisches Blut. Ich habe auch schon Kunden gehört und gesagt, aber Patrick, das sieht doch aus wie IKEA. Ja, das kann sein, aber mir gefällt das. Mir gefällt das. Man hat wirklich den nordländischen Stil reingenommen. Auch das Restaurant, das Sie da jetzt sehen, in diesen 90er-Jahr-Schiff, der Stil gefällt mir sehr, sehr gut. Und wissen Sie, was ist das absolute Highlight seit dieser Renovation in den letzten 6 Jahren? Die Schiffe haben eine Bäckerei bekommen. Und die Bäckerei Multe, wenn Sie reingehen, die Zimtschnecken, man schmeckt es förmlich und man würde gerade am liebsten reinweisen. Und auf der rechten Seite von dem Bild sehen Sie einen Glassestand und der verkauft Glasse. Und wissen Sie, was für ein Glasse der unter anderem auch verkauft? Stockfischglasse. Und wenn Sie sich jetzt denken, Stockfischglasse, wie könnte das schmecken? Ich habe es für Sie probiert. Und ich kann einfach mal so viel sagen. Genau so, wie Sie sich es vorstellen, genau so hat das auch geschmeckt. Jetzt ist die Frage, haben Sie gerne Stockfisch oder haben Sie es nicht so gerne? Und wenn Sie es nicht so gerne haben wie ich, leider, dann ist es jetzt nicht mein Lieblingsglasse und ich habe nicht angefangen, das in die Schweiz zu importieren. Das sind jetzt ganz ein kleiner Blick in 6 Schiff gewesen, respektive 1 Schiff von dieser 90er-Jahr-Generation. Also was Sie jetzt gesehen haben, sehr grosser Teil von der Schiff, wo Sie auf dieser Strecke würden erleben, sehen so aus. Und dann gibt es eins von meinen Lieblingsschiffen, das ist die MS Westerol, in den 80er-Jahren gebaut worden. Meine Eltern sind vor gut 2 Jahren auf der MS Westerol gewesen. Und das ist nur ein Bier, das ist noch nicht umgebaut. Sie werden nachher dann sehen, wie beispielsweise Restaurant oder respektive Cafeteria dort dann auch aussieht. Die MS Westerol macht es noch ein bisschen anders. Die MS Westerol bietet die Möglichkeit, wenn Sie auf dem Schiff sind, dass Sie noch ein bisschen mehr hinter die Kulissen können schauen können, als es bei den anderen Schiffen der Fall ist. Das bedeutet, Sie haben vielleicht mal, da steht Talkshow, ich glaube, Talkshow ist nicht das richtige Wort, aber jeder versteht unter Talkshow, was man damit meint. Da kann es gut sein, dass am Abend ein Vortrag beispielsweise von jemandem aus der Küche stattfindet, jemand aus dem Maschinenraum oder vom Kapitän selber. Sie werden Film sehen zum Maschinenraum, Bruck, Sie dürfen aber nicht die Ortschaften betreten. Das hat natürlich einmal ein bisschen mit Sicherheit oder Hygiene in der Küche zu tun. Und dann gibt es ganz, ganz spannende Erlebnisse, eben wie Navigationskurs und oder Seemachnoten binden. Das ist bewusst bei den MS Westerholen der Fall. Und Sie sehen es, da ist wirklich noch die 80er Jahre, spürt man da noch ein bisschen. Das Schiff ist sicherlich nicht renoviert und nicht ganz neu. Mir selber gefällt aber auch der Stil. Und was ich immer auch früher schon gesagt habe, bevor meine Eltern auf dem MS Westerholen gegangen sind, das Schiff ist einiges kleiner. Und genau das macht es auch aus. Und meine Eltern haben gesagt, weißt du was, Patrick, etwa nach dem zweiten, dritten Tag, wir haben alle Leute auf dem Schiff kennt. Und das ist so richtig eine familiäre Atmosphäre entstanden. Und das kann ganz, ganz ein grosser Grund und ein wichtiger Grund sein, sich für dem MS Westerholen zu entscheiden. Wenn man von dem Schiff redet und wenn man vom Erlebnis redet, müssen wir natürlich auch vom Essen reden. Und die Verpflegung an Bord ist sensationell. Sie ist authentisch,
Und es ist ganz wichtig, dass man ortsnahe örtliche Zulieferer nutzt. Also das, was Norwegen an Schätzen im Bereich von Essen bietet, das wird ihnen auch auftisch. Natürlich ist es auch sehr wasserlastig. Fisch, Meeresfrüchte ist sicherlich etwas. Aber auch Fleisch, Rentier beispielsweise, steht auf der Tageskarte. Und wichtig für uns auch zu sagen, falls Sie Allergien beispielsweise haben, oder Unverträglichkeiten, melden Sie uns das. Tourtigroute kann auf quasi alles eingehen und kann dafür sein, das richtige Menü auch zaubern. Oder schauen, dass Sie entsprechendes Menü oder Ihre Kunden das entsprechende Menü auch überkommen. In einer normalen Hurtigruten-Reise ist eine Vollpension drin. Nicht normal, sagen wir in einer halben oder in einer ganzen Rundreise. Wenn Sie ganz kleine Teilstückchen machen oder vielleicht mal nur eins oder zwei Nächte drauf sind, dann ist häufig nur zum Morgen dabei. Das andere kann dazugekauft werden. Und bei einer Vollpension ist Morgen- und Mittagessen in einer Buffetform, freie Sitzplatzwahl. Und das Abendessen haben Sie nachher ein fixiertes Menü und fixe Plätze. Und dort schaut Hurtigruten eigentlich immer in erster Linie, dass sie neben jemandem sitzen, also zuerst hocken sie neben der Person, wo sie reisen. Da sind sie aber auch ein bisschen selber schuld, wenn sie die nicht mögen. Also da gehe ich mal davon aus, dass das gut ist. Dann hocken sie neben einer Person, wo die gleiche Sprache redet. Da schaut man eigentlich auch ein bisschen drauf. Also das ist bei uns beispielsweise, wir reisen häufig, dass jemand, wenn nicht aus der Schweiz das wäre, dass jemand aus Österreich vielleicht bei uns hockt. Und dann schaut sie auch noch ein bisschen auf die Nationalität, dass eben auch vielleicht einmal die Schweizer zusammensitzen, dass man sich auch verständigen kann. Das ist so ein bisschen das. Aber Sie können dort dann auch Wünsche äußern. Übrigens Bordsprache, ich komme nachher nochmal schnell dazu, aber es sind eigentlich drei Bordsprachen, die quasi auf jedem Schiff oder Hurtigruten ohne Probleme verstanden werden. Manchmal ein bisschen besser, manchmal ein bisschen schwächer, aber es ist Norwegisch logischerweise als Landessprache, das ist Englisch als Sprache der Seefahrer und Deutsch. Es gibt ein Schiff, das ist das Kong Harald. Dort ist auch noch der Fokus sehr stark auf Französisch. Wenn Sie mit Freunden, also beispielsweise reisen in der kommenden Zeit auf der Hurtigruten dann und aus der Romandie sind, dann würde ich Ihnen MS Kong Harald dort als Schiff empfehlen. Kabine. Das ist mein einziges Slide, das ich von der Kabine mitgebracht habe. Und das ist ein Blick auf die Millenniumsgeneration, die eigentlich nicht mehr auf der Postschifflinie fährt, sondern jetzt an der norwegischen Küste auf der Expeditionsreise, wo wir nachher noch dazu kommen. Dennoch illustriert es sehr, sehr gut die Kabinenwahl bei der Hurtigruten. Die Hurtigruten bieten ein Sammelsurium von Kabinen. Innenkabinen, die selbstverständlich da nicht sichtbar sind. Außenkabinen mit Bullauge, Kabinen mit Balkon. Außenkabine, größere, bisschen kleinere, das Panoramadeck. Jedes Hurtigruten-Schiff hat quasi das Panoramadeck. Also das ist ein Deck, wo Sie rundherum können laufen mit verspiegelten Fenstern, dass man nicht rein sieht. Da gibt es ganz, ganz viele unterschiedliche Kategorien Kabinen. Das ist quasi das ganze ABC von Kabinen eigentlich vertreten. Da gibt es N, P, Q, QJ, I-Kabine, L-Kabine. Ich könnte Ihnen noch fast jeden Buchstaben aufzählen und der ist wahrscheinlich dort dann auch verfügbar. Jedenfalls ist es sicherlich da jetzt ein entscheidender Faktor, dass Sie uns kontaktieren, dass Sie uns mitteilen, was Sie gerne wollen. Und wir helfen, und wir helfen Ihnen sehr, sehr gerne, die richtige Kabine zu finden. Ganz am Anfang von dieser Präsentation habe ich kurz eine Frage an Sie gestellt. Und ich weiß nicht, ob Sie die Frage selber haben können beantworten für sich, aber warum sollen Sie von Bergen nach Kirkenes reisen? Und dann zurück von Kirkenes nach Bergen, wenn es doch genau die gleichen Häfen sind. Und ich könnte mir vorstellen, dass der ein oder andere sicherlich die richtige Antwort gegeben hat. Und zwar, es geht darum, dass man zwar die gleichen Häfen anfährt, aber zu komplett unterschiedlichen Tag- und Nachtzeiten. Ich gebe Ihnen ein Beispiel, das das sehr gut verinnerlicht oder deutet auch: Tromsø. So ein bisschen nördlicher von der Lofoten, von dieser Inselwelt, so auf halbem Weg, ist Tromsø. Und in Tromsø kommen Sie, wenn Sie nordgehend fahren, ich glaube am Nachmittag um Viertel ab zwei, so zwischen zwei und halb drei an. Und fahren dann zwischen sechs und halb sieben weiter. Also zur besten Zeit, um eine Stadt wie Tromsø zu erleben. Wenn Sie aber südgehend fahren, also von Kirkenes nach Bergen, kommen Sie um Mitternacht in Tromsø an. Und deswegen zu einem Mitternachtskonzert. Und genau deswegen sagen wir auch immer wieder, und das macht auch die Hurtigruten, Nordgehen ist eher städtelastig. Wenn Sie sich für eine halbe Rundreise entscheiden und das Nordgehend machen, Sie sehen, es ist auch ein Tag länger, hat weniger mit der Stadt zu tun, hat mehr mit dem Fahrplan zu tun,
Dann entscheidet sie sich für die Städte. Das bedeutet, die grossen Städte, sei es Trondheim, Bodø, aber eben auch Tromsø, erleben sie am Tag. Wenn sie südgehend sich entscheidet, von Kirkenes nach Bergen fahren, dann liegt ihr Fokus mehr auf der Landschaft, mehr auf der Natur. Und dort ist das beste Beispiel die Lofoten. Für mich ja, wahrscheinlich die schönste Ortschaft in ganz Skandinavien. Ich habe es vorher mal gesagt, ich bin halber Finn, also bei ein bisschen Partei steht auch. Aber ich muss ganz, ganz klar zugeben, ein schöneres Fleckchen Erde in Skandinavien als jetzt die Lofoten habe ich selber nicht gesehen. Und ich bin doch viele, viele Mal in Skandinavien gereisen. Und die Lofoten, wenn sie nordgehend fahren, würden sie vom Fahrplan, je nachdem wie lange sie wach sind und in den Sommermonaten sind sie nördlich vom Polarkreis, die Sonne geht nicht mehr unter, also das könnten sie gut machen, würden sie fast verschlafen, sie können gut Nacht ja, wach bleiben. Dann aber südgehend fahren sie vom Morgen dann um 7 Uhr bis am Abend um 8 Uhr durch die prachtvolle Inselwelt. Also da muss man ein bisschen wählen, auf was setzt man Priorität. Und deswegen sagen wir immer wieder, das ganze Hurtigruten-Erlebnis erleben sie, wenn sie die nord- und südgehende Strecke machen. Wir, ich habe es gerne mal gesagt, ganz kurz, Finnland muss ich fast hinbringen. Wir von Kontiki-Reisen, wir haben ganz, ganz spezielle und exklusive Anreisepäckchen. Und für mich persönlich sind das die besten Möglichkeiten, zum die Hurtigruten zu erleben. Und zwar, wir haben eigene Charterflüge mit der Edelweiss nach Rovaniemi oder nach Kittilä. Kittilä sehen Sie auch auf der Karte wie Rovaniemi. Ich glaube, Rovaniemi, das hat die Heim vom Samichlaus, ist fast noch ein bisschen bekannter, wo Sie Finnisch Lappland entweder am Anfang oder am Schluss von Ihrer Reise können kombinieren. Also das bedeutet beispielsweise bei einer halben Rundreise, Sie fahren von Bergen nach Kirkenes, haben dann dort den Bus von Kirkenes nach Kittilä und fliegen dann direkt zurück in die Schweiz. Oder umgekehrt, Sie starten in Finnisch Lappland im Winter, gehen durch das paradiesische Wintermärli und gehen dann auf die Hurtigruten und fliegen dann von Bergen und oder von Oslo dann heim, wie Sie sich das auch wünschen. Die letzten 5 bis 10 Minuten, die wir jetzt hier gemeinsam machen, möchte ich noch ein bisschen Impressionen geben von der Hurtigruten. Ich möchte auf die Expeditionsreise noch ganz kurz eingehen, auf Havila. Und natürlich auch so ein einen Ausblick auf die Jahreszeiten geben. Aber ganz kurz jetzt auch, was ist auch noch entscheidend auf der Hurtigruten? Und ganz wichtig zu wissen, der Kapitän selber, der ist erfahren. Bevor man auf der Hurtigruten darf fahren, muss man Minimum 5 Jahre in den norwegischen Gewässern gefahren sein, ohne Passagier und natürlich unfallfrei, bevor man mit der Hurtigruten darf fahren. Es ist auch für alle ein Privileg, der für Hurtigruten Kapitän sind wir stolz auf die Hurtigruten selber. Sie haben keinen Arzt an Bord, das ist mir wichtig zu erwähnen. Alle sind natürlich Ausbilder in erster Hilfe, aber ein Arzt gibt es nicht an Bord, außer das wäre jemand von den Passagieren. Sie sind aber immer in Landesnähe, sie sind immer eigentlich quasi beim nächsten Hafen ganz in der Nähe. Und deswegen ist das sicherlich nicht so ein grosses Thema. Also ich hoffe es auch nicht so ein grosses Thema, weil man dann doch relativ schnell an Land kann gehen und dort dann die nötige medizinische ja, Hilfe auch bekommt. Aber das muss man wissen. Wenn wir jetzt langsam so richtig starten wollen, im Bergen starten wir, dann geht es langsam südlich Richtung Geiranger Fjord. Der Geiranger Fjord, auch das ist wichtig, alle Fjorde oder die wichtigsten Fjorde werden nur zu speziellen Jahreszeiten angefahren. Man kann eigentlich so sagen, dass vor allem dort der Sommer- und Herbstmonate eher prädestiniert sind für die Fjords, vor allem der Sommer. Geiranger Fjord nur befahrbar in den Sommermonaten Juni, Juli und August. Dann der Jørundfjord eher im September. Also Sie gehen ein bisschen davon aus, umso mehr oder kälter dass es auch wird, umso eher gehen Sie nicht in einen Fjord hinein. Das muss man wissen. Aber da helfe ich Ihnen sehr gerne, wenn es um den Fahrplan auch geht. Aber Geiranger Fjord, der wohl bekannteste und wichtigste Fjord auf der Hurtigruten-Strecke, nur auf der nordgehenden Strecke und nur in den Monaten Juni, Juli und August. Sie kommen dann weiter auf Trondheim, ehemalige Königsstadt auch. Nidrasdom und Speicherhäuser, Velostadt Nummer 1, der einzige oder der erste Velolift in dem Sinn auf der Welt ist da auch gebaut worden. Dann geht es langsam weiter, so ein bisschen in den mittleren Teil von Norwegen, in die Helgelandküste. Man sagt immer wieder, Mythen und Sagen sind dort die Heim. Natürlich hat da ein Torghatten einen riesen Pfeil durch den Hut durchgeschossen. Und da gibt es ganz, ganz viele verschiedene Geschichten von den 7 Schwestern und so weiter. Da werden Sie so viel erfahren über Mythen und Sagen von Norwegen. Und dann langsam überqueren Sie den Polarkreis.
Da wird es übrigens gefeiert, die Polarkreisüberquerung. Ich sage jetzt nicht wie, aber es ist eher ein frisch, fröhliches Erlebnis, wenn Sie das machen. Und da feiert man, dass man auf der anderen Seite vom Polarkreis ist, sozusagen die Sonnenwende, ja, überquert hat. Dann geht es in die Lofoten. Ich könnte Ihnen 2,5 Stunden Bilder von der Lofoten zeigen. Für mich wirklich quasi das Naturparadies im Norden. Da ist ein Rohrbüro, eine typische Unterkunft, die man auf den Lofoten auch antrifft. Dann geht es Richtung Trollfjord. Und der Trollfjord, wenn Sie vorher das Video gesehen haben, ganz am Anfang von dieser Präsentation, das ist der Fjord, der ganz eng ist, wo das Schiff reingefahren ist. Man hat das Gefühl, rechts und links, ich kann die Wand anlangen und spüre, das ist das. Und da ist das Erlebnis, also südgehend fährt man immer in den Trollfjord rein, in den entsprechenden Monaten, aber Sommer, Entschuldigung, nordgehend spielt es dann immer auch eine Rolle vom Fahrplan und vom Zeitplan. Dann kommen wir auf Tromsø, die nördlichste Stadt von Europa, die wirklich noch eine Grösse auch hat. Da gibt es die nördlichste Universität, das nördlichste Bier, sehr ein feines Biersmack, aber wie allgemein im Norden, man muss ein bisschen mehr in die Hosensäcke langen, um dort dann auch das Bier dann auch dementsprechend zu zahlen. Tromsø, die Stadt vom Nordlicht, auch, also für mich auch eine von meinen absoluten Lieblingsstädten im Norden von Europa und Skandinavien. Dann kommen Sie ins Nordkap. Wichtig, für alle, die das Nordkap sehen wollen, sie müssen, für dass sie das Nordkap sehen, dass sie die Nordkap-Kugeln, auch im Hintergrund, wo ersichtlich sind, müssen sie einen Ausflug machen, sowohl nordgehend wie auch südgehend, weil die Hurtigruten fährt nicht am Nordkap vorbei, sondern quasi ein bisschen unten durch. Also man wird das Nordkap nicht sehen, wenn man den Ausflug nicht macht. Und da wird die einfach auch möglichen Enttäuschungen ein bisschen vorgreifen. Hurtigruten, ich habe es Ihnen gesagt, kommen langsam so ein bisschen Richtung Ende, hat Teilstreckenmöglichkeiten, die sind aber sehr eingeschnitten, also es gibt nicht mehr ganz so viel. Wir selber haben maßgeschneiderte Produkte geschaffen für so kleine Teilstücke, vor allem im Vorfeld auch. Das muss man, kann man teilweise nicht ganz so weit im Vorfeld buchen. Wir wissen, wann und wir wissen, auf welchen Strecken kontaktieren Sie, weil eines von unseren Bestseller dank der Teilstrecke ist Lappland und Lofoten auf einen Blick. Und oder auch eine Reise Hurtigruten mit der Lofoten, wo wir absolute Lieblings sind. Kontaktieren Sie uns da, da helfe ich Ihnen sehr gern. Wir kommen zu den Jahreszeiten an. Von der Zeit her, ich sehe, wir gehen langsam Richtung 45 Minuten. Ich würde es nicht schnell machen, aber ich denke, ich werde die Pace ein bisschen erhöhen. Die 4 Jahreszeiten. Frühling, die Hurtigruten fährt immer. Was sind die Highlights vom Frühling? Sie sehen es hier. Also vor allem die Schneeschmelze setzt ein, wahnsinnig spektakuläre Wasserfälle sehen Sie. Naturverwacht. Ich glaube, ähnliche Highlights, die wir hier im Frühling haben. Die Rückkehr von den Zugvögeln. Sommer, Sie sehen es mal bis zu 30 Grad auch möglich. Also wirklich eine sehr hohe Temperatur. Ist aber auch unter uns absolut die Zeit, wo die meisten Leute mit der Hurtigruten reisen. Und tendenziell sicher auch die teuerste Reisezeit. Dann der Herbst, so ein bisschen mein persönliches Highlight. Vor allem auch, ich liebe es, wenn sich das Ganze verfärbt. Im Finnischen sagen wir dieser Zeit, dieser Indian Summer Ruska-Zeit, herrliche Bilder. Und vor allem, wenn Sie sehen, erste Nordlichter. Das ist schon so. Also das unterschätzt man manchmal. Man hat immer das Gefühl, Nordlicht ist einfach nur mit dem Winter assoziiert. Das stimmt gar nicht. Ich habe viele Leute und auch unsere Kamera, also unsere Nordlichtkamera, das bestätigt die Aussage, dass gerade vom Wechsel vom Sommer auf den Herbst, so um den 21. September, die letzten Septemberwoche, eigentlich die stärksten Aktivitäten vom Nordlicht, die ersichtlich gewesen sind. Also Herbst ist eine fantastische Zeit zum Nordlichter sehen. Garantieren kann ich es Ihnen natürlich nie. Und das Schöne im Herbst ist, auch wenn es noch keinen Schnee hat, obwohl ich den Schnee liebe und vor allem auch noch kein Eis hat, gibt es die Doppelaurora, wo sich also das Nordlicht noch in einem perfekten Tag im See oder im Meer noch kann spiegeln, wenn es glatt ist und einfach so ein schönes Ambiente oder so ein schönes Bild gibt. Und zu guter Letzt der Winter. Ich habe vor vielen Jahren, wo der Vortrag auch schon mal gemacht habe, gesagt, ja, der Winter ist dann eher die ruhiger und die preiswertere Zeit. Aber das hat sich sehr stark geändert. Der Winter hat einen unglaublichen Aufschwung bekommen und ist in der Vergangenheit wirklich sehr, sehr gewachsen. Und dank dem Nordlicht natürlich. Also das ist sicherlich etwas, wo ganz, ganz einen wichtigen Beitrag getragen hat. Aber auch sonst, eine Schiffsfahrt im Winter hat schon ihren absoluten Reiz. Hurtigruten ist seit vielen Jahren ganz ein enger Partner von uns. Und wie wir auch,
Ist Nachhaltigkeit ein wichtiger Part? Sie sehen da die wichtigsten Punkte an, was für die Hurtigruten ihre Wert sind. Und das ist etwas, was wir gemeinsam mit der Hurtigruten teilen. Auch, ja, vor 2 oder 3 Jahren haben sie sich entschieden, den Plastik zu haben, also kein Plastik mehr an Bord zu haben. Und das ist gemeinsam ein schöner Weg, den wir da als Partner mit der Hurtigruten dürfen angehen. Jetzt möchte ich zum Schluss von dieser Präsentation noch einen kleinen Ausblick wagen, der jetzt eigentlich ab dem Januar 2021, aber vor allem nachher auch fürs Ende Jahr gültig ist. Durch das, dass eine zweite Reederei jetzt dann irgendwann im Sommer, im Spätherbst auf die Strecke kommt, gibt es einige Hurtigruten Schiffe, die sind früher auf dieser Postschifflinie gefahren und die sind jetzt nicht mehr im gleichen Einsatz. Es werden nicht mehr Schiffe, das ist auch wichtig zu betonen, es werden nicht mehr Schiffe auf der Postschifflinie jetzt fahren, sondern es werden 4 neue Schiffe von Havila kommen und 4 Schiffe sind jetzt von der Hurtigruten in Zukunft anders eingesetzt. Sie sehen 3 davon, das 4. Schiff wird MS Lofoten und MS Lofoten hat eben leider ihre letzte Fahrt gehabt oder jetzt dann plant, dass die letzte Fahrt stattfindet und sie wird dann einen anderen Weg finden innerhalb von der Hurtigruten zum weiteren Segeln oder je nachdem auch ihren Weg dann in eine andere Richtung finden. Die anderen 3 Schiffe, das sind die Millenniumsschiffe. Die sind entstanden in der Zeit 2000 und 2002 und sie sehen jeweils, wie die Schiffe neu heissen und auf der rechten Seite, wie ihr alter Name war. Also MS Mod, früher mal MS Midnatsol, MS Otto Sverdrup Finnmarken und MS Trollfjord, die heisst immer noch MS Trollfjord. Und was machen jetzt diese Schiffe? Die sind auch, und jetzt wird es ein bisschen komplexer, vielleicht das erste kann man sehr gut unterscheiden. Sie sehen, die Schiffe fahren jetzt im kommenden Sommer und auch später dann ab Hamburg, Richtung Nordkap, das ist wichtig. Die fahren nicht bis Kirkenes, sondern nur bis ans Nordkap und dann wieder zurück, auch an der norwegischen Küste. Aber der grosse Unterschied, es sind Expeditionsreisen. Und jetzt will ich gar nicht zu stark ins Detail hineingehen, aber man unterscheidet sich in vielen Bereichen von der Postschifflinie. Obwohl wir mit Hurtigruten die gleiche Reederei haben, ist das jetzt eine in sich geschlossene Expeditionsreise. Da steigen keine Leute zu und da steigen auch keine Leute während der Fahrt aus. Also das ist wirklich ein geschlossenes Produkt. Und das Schöne ist, gerade mit Hamburg, da gibt es natürlich wunderschöne alternative Anreisewege. Da muss man mal nicht mit dem Flieger gehen, sondern man kann den Zug wählen und dann ab Hamburg aufs Schiff steigen. Es gibt auch Programm ab Bergen, übrigens auch ab Eis ab Dover, aber das habe ich nicht da rein jetzt genommen, aber wenn Sie sich einmal so würden interessieren, also es gibt auch eine Möglichkeit von Dover nach Bergen zu fahren und dann ans Nordkap. Aber in dem Fall gibt es genau wie bei der Hurtigruten Postschifflinie die Expeditionsreise auch ab Bergen, ein bisschen andere Strecken, andere Aufenthalte und durch das, dass man nicht an einen Fahrplan gebunden ist, das heisst, man ist nicht im öffentlichen Verkehr, kann man auch noch ein bisschen stärker auf Begebenheiten eingehen. Also man hat vielleicht die Möglichkeit, noch ein bisschen länger auf der Lofoten zu verweilen oder bei einem Besichtigen von, ich sage jetzt mal, von einer Wahl, dem auch vielleicht ein bisschen länger zuzuschauen und so weiter und so fort. Das sind die Vorteile von der Expeditionsreise. Aber natürlich auch, es hat dann ein bisschen, das ist meine persönliche Meinung, nimmt ein bisschen den Touch von der Authentizität, durch das man nicht so stark in Berührung kommt, weil Leute zusteigen und das als öffentliches Verkehrsnutzen. Aber das Schöne ist, Sie haben die Wahl. Sie können entscheiden, wollen Sie auf der Postschifflinie fahren oder vielleicht eine Expeditionsreise machen. Auch da ist es so, die Schiffe fahren sowohl im Winter wie im Sommer, aber nicht im Tagesverkehr, das ist wichtig, sondern zu vorgegebenen Daten. Kontaktieren Sie uns. Wir helfen Ihnen sehr, sehr gerne bei der Wahl vom richtigen Datum, das auszusuchen. Wie sehen die neuen Schiffe aus? Es ist jetzt noch ein bisschen ein Prozess, ganz komplett abgeschlossen, ist noch nicht ganz alles, aber ich möchte Ihnen also einen Blick in die Bilder, die wir bekommen haben. Also da sehen Sie wahnsinnig modern. Die Schiffe sind renoviert worden, jetzt nach 20 Jahren und haben ganz einen anderen Glanz. Von den Kabinengrössen, da sieht man jetzt gerade im Balkon auch, die sind nicht grösser geworden, aber natürlich wahnsinnig modern und sehr, sehr schön, wie sie geworden sind. Und jetzt? Also zu guter Letzt, offiziell ab April 21, momentan sieht es eher nach Sommer aus, Spätsommer, wird Havila, eben eine neue Reederei, in den Markt eintreten und an dieser Postschifflinie fahren mit neuen Schiffen. Sie sehen das Wichtigste da aufgeführt. Wir sind sehr nahe da, das jetzt auch zu verfolgen. Durch, was ich vorher gesagt habe, die aktuellen Begebenheiten rund um die Situation, wo wir alle drin sind. Gibt es da noch ein bisschen Verzögerungen, gibt es 2, 3 Unklarheiten, schreiben Sie mich an. Aber ich würde sagen, aller spätestens Ende dieses Jahres sind die neuen Schiffe von Havila dann auf der Strecke da
und werden sicherlich da dann auch mehr Informationen von unserer Seite dann können verkündet werden. Wir sind gespannt, was das auch bringt im Markt, was da mit Havila auch für neue Schiffe kommen, die wirklich ganz neu jetzt gebaut worden sind und sich vom Programm her tendenziell eher auch halten an das Programm der Hurtigruten. Aber da muss man sicher auch, die Hurtigruten ist sicher schon länger da auf dem Markt auch und fahren beide auf der gleichen Strecke, aber sicherlich haben je nachdem ein bisschen unterschiedliche Konzepte, wie sie das an Bord erleben. Aber das sind Zukunftsmusik, da wollen wir uns auch ein bisschen überraschen, was die Zukunft bringt. Es bleibt spannend. Ganz kurz vielleicht, die Hurtigruten bei den Preisen, werden Sie es gesehen, wenn Sie auch mit uns kontakt, es ist ein dynamisches Preissystem. Das heisst, umso besser die Hurtigruten ausgebucht ist, umso tendenziell höher gehen auch die Preise. Und so gibt es etwa einen Unterschied von 25%. Das ist der Frühbucherpreis, der 25% billiger ist als der Standardpreis. Kontaktieren Sie uns, wir helfen Ihnen sehr gerne. Da gibt es auch noch unterschiedliche Preissysteme, Kabinen unterschiedlich, wie Sie es wollen. Da sind wir Profis und wir sind da, um Ihnen die Fragen können zu beantworten. Und wenn Sie jetzt in den nächsten 5 Tagen uns kontaktieren und schnell schreiben und sagen, ich will eine Neubuchung machen mit dem Stichwort Ferienmesse und es ist eine halbe oder eine ganze Rundreise, bei Teilstrecken müssten wir es dann gemeinsam anschauen, aber in diesem Bereich, dann gibt es noch 5% digitalen Messerabatt, den ich Ihnen hier weitergeben darf. Wir von Contiki, wir bedanken uns herzlich für Ihre Aufmerksamkeit. Kurz noch ein bisschen aufgeführt, was Sie erleben dürfen, wenn Sie sich für uns als Ihren Reisepartner entscheiden. Wir sind sehr happy, dass wir die neue Contiki-App doch jetzt gut die zweite Sommer dann dürfen lancieren. Immer noch absolut stolz sind auf das, was wir auch Wissen Ihnen dürfen weitergeben, wenn Sie unterwegs sind. Und was ich heute auch schon 1-2 Mal erwähnt habe, sind unsere Direktflüge und vor allem der Contiki Nordlichtalarm. Wir haben eigene Nordlichtkameras im ganz Skandinavien, nördlichen Polarkreis. Und wenn Sie sich unterwegs befinden im Norden, können Sie sich mit Ihrem Handy registrieren und Sie verpassen nie mehr ein Nordlicht. Zu guter Letzt bleibt mir eigentlich nur noch, Sie auf die weiteren Vorträge aufmerksam machen. Es würde uns riesig freuen, wenn Sie dabei sind. Sechs jetzt im Baltikum oder je nachdem, es geht etwas schnell gegangen, oder auch in Grönland oder auch in Skandinavien. Ich hoffe, es hat Ihnen Spass gemacht. Ich hoffe, Sie haben etwas gelernt. Und ich freue mich, von Ihnen zu hören oder Sie hoffentlich sehr, sehr bald bei uns dürfen zu begrüßen und gemeinsam an Bord zu begeben. Bleiben Sie gesund, ganz eine gute Zeit. Vielen Dank und auf Wiedersehen.